Der Tote Wald von Karl Kraus. Hallo alle zusammen! Wer von euch kennt die letzten Tage der Menschheit? Dabei handelt es sich um eine, sagen wir mal, Endlos-Tragödie von Karl Kraus, der das Stück aufgrund seiner Länge als Maßtheater bezeichnet hatte. Zu umfangreich, als dass es jemals in einem irdischen Theater zur Gänze gespielt werden könnte. Kein Wunder, denn die 220 Szenen würden Hunderte von Schauspielern erfordern. Einen Versuch, das utopische Projekt »Die letzten Tage der Menschheit« umzusetzen, möchte nun aber der österreichische Regisseur Paulus Manka im Herbst 2020 starten. Aber hören wir uns zunächst das Gedicht »Der tote Wald« an, bevor ich euch noch etwas mehr über Karl Kraus und das Theaterstück erzähle. Vorgetragen von Sonja Sonny Hubmann. Durch eure Macht, durch euer Mühen bin ich ergraut. Einst war ich grün. Seht, meine jetzige Gestalt. Ich war ein Wald. Ich war ein Wald. Der Seele war in meinem Dom. Ihr Christen hört ihr ewiges Ruhm. In meinem Schweigen war das Wort. Und euer Tun bedeutet Mord. Ach, Fluch euch, die mir das angetan. Nie wieder steige ich Himmel an. Wie war ich grün? Wie bin ich alt? Ich war ein Wald. Ich war ein Wald. Ein düsteres Bild, das Karl Kraus hier zeichnet. In seinem tragischen Stück »Die letzten Tage der Menschheit« verarbeitet er die Gräuel des Ersten Weltkriegs zu einem collageartigen Potpourri aus historischen Zitaten, Briefen, Reden, Befehlen und anderen Materialien. Als vehementer Gegner des Krieges und seiner Folgen hatte er in seiner 1899 gegründeten Zeitschrift »Die Fackel« ab dem Jahr 1914 bereits begonnen, Auszüge seiner Gedanken abzudrucken. Als dann am 28. Juni 1914 der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo ermordet wurde, hatte man einen Kriegsgrund und Karl Kraus intensivierte die Arbeit an seinem Drama »Die letzten Tage der Menschheit«. Mit Fortdauer des Krieges änderte sich aber auch die politische Einstellung des friedliebenden Schriftstellers. Anfangs noch ein Anhänger der Habsburger Monarchie und der kaiserlichen Truppen, suchte er gegen Kriegsende die Schuld zunehmend bei den Heerführern und bei Kaiser Wilhelm II., den er für größenwahnsinnig und verantwortungslos hielt. Somit war er auch gezwungen, sein Stück ständig zu korrigieren und umzuschreiben. In erster Linie beleuchtet er darin vor allem die skrupellosen Kriegsprofiteure im Hinterland. 1922 soll es sogar einen 16.000-seitigen Korrekturabzug gegeben haben, den vermutlich nie ein Mensch komplett gelesen hat, ehe die finale, gekürzte Fassung publiziert wurde. In jedem Fall endet das epochale Drama mit der Vernichtung der gesamten Menschheit. Eine Apokalypse in 5 Akten mit einem Vorspiel sowie einem Epilog. Karl Kraus wirkte anfangs sogar selbst an den Aufführungen mit, faszinierte sein Publikum, aber auch bis zu seinem Lebensende mit fremden Werken der Dichtkunst, wie zum Beispiel mit Shakespeare oder Nestroy. Karl Kraus starb im Alter von 62 Jahren.